Die Motorradsaison fängt wieder an. Und wie jedes Jahr stellt die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg in Zusammenarbeit mit der EG Motorrad, aber auch die EG Tuner eine Kontrolle am Edersee zusammen, um Motorradfahrer auf die Gefahren, die sich mit dem Motorradfahren verbinden, hinzuweisen, aber auch die technischen Einrichtungen der Maschinen zu überprüfen. Also hier präventive Polizeikontrolle, eigentlich geht es nur um Ihre Sicherheit und um die Sicherheit der Maschine. Wie finden Sie solche Kontrollen? Ja, ich finde sie gut. Also wenn man sich nicht zur Schulde kommen lässt und vor allem, wenn das Gegenüber ein normal behandelt wird, wie als wenn man ein Verbrecher wäre, finde ich das völlig in Ordnung. Ja? Jetzt gibt es ja immer so ein bisschen, oder es gibt viele Motorradfahrer, die fahren, die setzen sich auf den Bock hier, kommen dann 60, 80 Kilometer gefahren, bei schönem Wetter einmal rund um den Edersee, fahren vernünftig, haben Spaß, und dann gibt es welche, die den Ruf der Motorradfahrer versauen. Ja, das ist, so lange wie es Motorräder gibt, gibt es sowas. Und das ist halt, muss sein, damit muss man leben. Ja. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Diesen Biker kostet seine Geschwindigkeitsübertretung von etwas über 10 Stundenkilometer 40 Euro. Das Limit an der Eder-Uferstraße liegt bei 50 km/h. Hier waren es etwas über 60. Bei den Kontrollen heute geht es auf jeden Fall um eine präventive Maßnahme. Wir möchten die Leute einfach wieder sensibilisieren, dass die Motorradsaison startet, dass Zweiräder, auch welche ohne Motor, wieder auf der Straße unterwegs sind. Und ganz klar der Appell, Leute, fahrt vorsichtig, fahrt rücksichtsvoll, achtet aufeinander, denn das rettet Leben. Das Schöne ist, dass die Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen, die wir heute hier in der Kontrollstelle hatten, allesamt einwandfreie Fahrzeuge hatten. Bei einigen mussten wir ein bisschen nachgucken, ein bisschen prüfen, aber auch da lief alles relativ gut. Und jeder Motorradfahrer, jede Motorradfahrerin sagte, dass die Kontrollen gut sind, dass das auf jeden Fall wichtig ist, dass solche Kontrollen auch präventiv gesehen wichtig sind, um die Leute einfach wieder zu sensibilisieren. Und abgesehen von diesen Kontrollstellen, die wir hier zu besonderen Tagen aufbauen, sind wir natürlich auch im Regeldienst immer unterwegs und kontrollieren Zweiräder, auch Motorradfahrer, und gerade hier in den touristischen Hochburgen rund um den Edersee und im Wesertal. Das Ende einer geplanten Nachmittagsausflugsfahrt traf auch diesen Sportwagenfahrer. Das Fahrzeug wurde zur Begutachtung sichergestellt. Damit war der Ausflug zu Ende. Ebenso wie für diesen Harley-Fahrer. Sein Motorrad wurde ebenfalls verladen und zur Begutachtung sichergestellt.